dann wieder die Beta-Wolfsbünde eigentlich locker. Ja, früher Erkunder. Also wir haben hier, wir kriegen übrigens zwei, also wir kriegen drei Sachen. Wir kriegen Spieltitel erster Erschlagener. Freigeschaltet wird dieser Titel, wenn man mit einem Charakter Kovic erreicht. Oder Kovicet erreicht. Ja, oder? Geil, den habe ich dann schon zweimal. Okay, und dann haben wir Spieltitel früher erkundet. Dieser Titel wird für alle freigeschaltet, die mit einem Charakter Stufe 20 dieser maximale Charakterlevel beim Serverstorm erreichen. Ja, wir sind ja jetzt schon zweimal dran. Und dann haben wir jetzt noch das Beta-Wolfsbünde. Also wir haben eigentlich insgesamt drei Sachen bekommen, die man jetzt quasi sozusagen ja, bekommen haben. Ja gut, aber dann würde ich mal... Warte, da hinten ist irgendwas. Mir da hinten hier. Legionsereignis, Stufe 20. Die versammelte Legion beginnt in 4 Minuten. Hä, ich habe aber nichts. Ich sehe hier gar nicht. Nicht hier oben. Unten. Im unteren Teil der Map. Aber da können wir ja noch nicht hin. Das ist gesperrtes Gebiet, soweit ich weiß. Doch. Das ist, wenn das nicht gesperrt, dann ist es nicht gesperrt. Was Nein, das da unten ist gesperrtes Gebiet, soweit ich weiß. Sollen wir mal ja, gucken? Das ist, können wir schaffen. Versuchen wir es dahin zu schaffen. Wir haben noch ein paar Minuten. Ja gut, dann haben Vielleicht wir das können wir den halt. Leuten ja dann doch noch was zeigen. Weil diesmal müssen wir die Leute hier. Ja, finde ich halt schade, das haben wir jetzt natürlich nicht mitgekriegt. Ja gut, aber ist jetzt nun mal so. Wir wussten es ja vorher nicht. Nee, ich hätte einfach ein bisschen mehr recherchieren sollen. Sagen wir es mal so. Jetzt ist es egal. Wie bist denn du da hingekommen? Ich habe hier unten den, den Punkt mir freigelegt gehabt, als ich, noch. Als ich mich wieder hochgelevelt habe. Wie komme ich jetzt zu dir? Aua. Ihr blöden Skelette, Alter. So, wie komme ich jetzt zu dir runter? Reise in die Stadt, da kannst du von dieser Stadt aus zu mir reisen. Okay. Ich muss jetzt im Allgemeinen erstmal gucken, wie ich aus dieser Ecke hier rauskomme. Oh, da vorne ist irgendwas. Da vorne ist irgendwie ein Weg. Ja, ich versuche ja
Also in die Stadt gehen und dann hier dieses. In irgendeine Stadt und dann müsste ein Portal zu mir sein. Okay. Alert, ah ja. Das geht schnell. Ich laufe jetzt einfach runter. Was anderes mache ich ja gerade auch nicht. Ja, bitte das Spiel kehrt jetzt um. Okay, ich muss runter weg. Hä, warum ist da unten die Q da können wir dann das ist das mein das meine ich nämlich es gibt das es kann gut sein dass wir das Gebiet nicht können das ist nämlich genau das was ich meinte komisch aber warum warten die ja eigentlich alle wir wissen ja ist eh jetzt zu spät. Ich verstehe das alles nicht. Wir haben nur dieses kleine Gebiet, in dem wir uns bewegen können. Okay. Ja. Was machen wir jetzt? Ja. Wir haben ja im Endeffekt nichts zu tun mehr. Ich laufe noch mal kurz zurück. Tim. Ja, ist doof. Sehr doof. Ja.
Jo, was machen wir denn jetzt? Ja, ich laufe jetzt noch mal zurück. Vielleicht hat ja irgendwas aktiviert. Glaube ich eher weniger. Meinst du nicht, um 21 Uhr wäre die offene Beta beendet? Ich weiß es noch nicht. Außer wenn sie es vergessen zu beenden. Hey, jetzt sind sie alle weg. Ja, weil nichts mehr läuft. Ja, dann gibt es eigentlich nur noch Anschluss zu sagen. Ich kann ja mal kurz was schauen. Vorbestellen. Also. Also, es gibt hier eine Standard Edition, eine digitale Deluxe Edition und eine Ultimate Edition. Und also es gibt hier die Möglichkeit, wenn man also die Deluxe Edition, das wäre eigentlich dann für mich dann die ganz günstigste, dass ich da hier quasi Vorabzugang habe zu der Play 4, den Season Battle Pass. Season, oder? Dann haben wir eine Reittierversuchung, dann eine Reittierrüstung, Höllenbrutpanzer und Stufensprünge auf 20. Das wäre dann quasi dann für die Ultimate Edition und Reittierrüstung, Höllenbrustpanzer, nochmal Emotschwingen und das Schöpfers. Das wäre quasi die Ultimate Edition. Die Deluxe Edition geht nur bis drei von diesen drei Höhlensprüngen. Muss man sich jetzt unbedingt jetzt nicht so unbedingt hören. Bis zu Beginn der Beta habt ihr noch Zeit, um euch zu überlegen, ob ihr der Voroption für lohnt. Denn dieser startet am 17. März. In diesem Fall habt ihr mehr Zeit, um euch die Beta-Bedingungen zu sichern. Also ich habe jetzt quasi schon drei. Ich glaube, Marius, du hast jetzt auch schon drei. Ja. Allerdings, also ich denke mal, drei reichen. Wir müssen ja nicht jetzt unbedingt so ein Riesenviech nochmal schnitzeln lassen. Wir haben ja schon zwei Bosse erledigt. Wir haben den 30er Boss schon umgelegt und wir haben den einen komischen, den zweiten Boss da umgelegt. Und ich glaube, den dritten Boss haben wir jetzt wirklich jetzt verpasst halt.
Ist schade, aber was sagt man dazu? Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall trotzdem holen. Mir reicht auf jeden Fall die Deluxe Edition von Dings. Ich werde mich auf jeden Fall da mal schlau machen, aber ich denke mal, ab den 17. März könnte man das holen. Das ist jetzt der. Das ist der Mittwoch, glaube ich. Der Mittwoch. Ja, Mittwoch ist das 17. Und da wäre quasi die offene Beta und besser gesagt die Bestellersache voran. Das heißt, wenn wir am 6. Juni Dings, also wir werden wahrscheinlich schon vorher zocken, also wahrscheinlich ich, werde mich da mal schlau machen und gucken, ob ich das hinkriege. Auf jeden Fall würde ich sagen, was hat dir jetzt quasi gefallen, Marius, dass wir jetzt bald zum Schluss kommen? Die vielen Stunden ohne dich. Ich meine jetzt das Spiel, nicht jetzt mich selbst. Mein Gott. Oh. Ja gut. In dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, die neue Erkenntnis jetzt zum Beispiel von Barbaren zu Druiden, weil wenn man sich das so. Klappe jetzt. Klappe, habe ich gesagt. wenn man jetzt so vergleicht, so. Der Barbar und der Druide sind ja beides die Characters, die beide außen stehen. Auf beiden Seiten. Du bist ja schon wieder den Totenbeschwörer am Spielen, anstatt du mit ihm mal überlegst, so, yo, hier, vielleicht könnte ich mal was anderes spielen. Das, was ich jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich bin vom Barbar auf Druide gegangen, weil ich einfach so gedacht habe, so, boah, du hast dir jetzt mal alles durchgelesen, was der Druide so hat. Der Barbar ist zwar geil, der Barbar ist Nahkampf bis dort hinaus. So kannst du den Druiden aber auch spielen. Nur dass du beim Druiden den Vorteil hast, du hast halt nochmal welche, die, du hast halt jetzt zum Beispiel, wie man hier bei mir sieht. Kann ja auch nochmal gerade ein bisschen näher zu dir kommen. Dann sieht man es vielleicht sogar besser. Ich habe ja jetzt hier beim Druiden habe ich zwei Wölfe bei mir. Wie man auch bei dem Druiden sieht, der da gerade wegläuft. Der hat auch zwei Wölfe bei sich. Und diese Wölfe, die haben einen riesen Vorteil. Wenn man die hat, dann hat man schon einen großen Vorteil. Genauso wie es bei dir mit dem Totenbeschwörer ist. Du hast ja auch mit dem Totenbeschwörer auch nochmal einen Vorteil. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie, der Totenbeschwörer ist nicht so meins. Aber allein diese neue Erkenntnis zu haben, jo hier, Druide und Barbar sind eigentlich beides sehr starke. Das sind beides sehr starke Charakter, okay. Dich lassen wir jetzt mal außen vor. Mit deinem Totenbeschwörer. Weil das haben wir ja schon beim letzten Mal gehabt, wo du Level 25 warst und dann da mit deinem Gollum oder was auch immer das gerade, was auch immer das war, ich meine, genau, Golem. Okay, Golem, Gollum. Ist ja beides so gesehen dasselbe. Ich weiß, dass manche Leute mich jetzt am liebsten dafür erschlagen würden, für diesen Spruch. Aber ist mir gerade egal. Ich weiß nicht. Also bei mir ist gerade so die Überlegung zwischen Barbar und Druide, was ich eher nehme. Barbar war gut zu spielen. Druide ist auch echt gut zu spielen. Man muss halt einfach nur mit klarkommen. Dann will ich mal. Und die Fähigkeit, die ich hier feiere, ist halt einfach die hier. Meine Fähigkeit wäre die hier.
Ja, die habe ich auch eben echt geil gefunden. Das war das erste Mal, dass ich diese Fähigkeit gesehen habe. Aber man Genau. sieht, jeder hat nochmal eine spezielle Fähigkeit. Jeder hat nochmal eine andere Überkategorie. Hier, Okay. da hat man jetzt zum Beispiel noch was anderes gesehen. Aber damit würde ich dann auch vorschlagen, oder das ist auch geil. Einfach mal eine Mauer aus Feuer. No boss, no more. Oder das. Der hat jetzt wahrscheinlich gedacht, wir warten auf den Boss, aber wir sind hier jetzt. Wie konnte man noch mal auf den Chat zugreifen? Was? El Salto Service Closing in 5 Metern. In 5 Minutes, 5 Minuten, 5 m, 5 Minuten. Okay. Daran merkt man, dass dein Englisch echt nicht gerade so das Beste ist. Ja, ich bin. So, 5. Okay. Ja, ist okay. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mir sehr Spaß gemacht. Vor allem wieder in Diablo zu sein. Ist schon mal was anderes als Dragon Age oder noch andere Spiele, die Dings. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja gerade momentan eh schon so. Noch einige Projekte offen haben oder offen hab, die wir zusammen Okay, also er sagt auf jeden We'll Fall. see you guys in 2 weeks. Was sagt er? Wir sehen uns in 2 Wochen, Leute. Okay. Ich würde jetzt sagen, ich werde mir das Spiel holen auf Deluxe Edition. Weil die Rüstung der Höllenbrustpanzer oder so Stufe 20 pro. Ich finde es halt einfach ohne Stufensprünge scharf, also wirklich, dass mir das mal ohne Stufen. Sprung mache. Ich habe deswegen den Totenbeschwörer genommen, weil halt das noch gefehlt hat. Und deswegen habe ich das nochmal gespielt. Nee, was ich jetzt noch sagen wollte, mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und ich hoffe, es bleibt auch so. Ich hoffe, dass jetzt noch einige Sachen noch kommt, was Blizzard noch vor uns noch vorbereitet hat. Ich muss dir noch mal kurz ins Wort fallen. Ja. Ist dir aufgefallen, dass die den einen Bug gefixt haben, dass du aus den Städten nicht mehr rauskamst? Ja, das Das hat. finde ich echt gut. Das Ja. ist geil. Das gefällt mir. Blizzard macht eine Menge gut. Das muss man Blizzard echt lassen. Nach einigen Jahren, also ich habe ja schon sehr viel Kritik gehört, muss ich mal sagen. So, dann lass mal noch die 4 Minuten noch ausklingen. Ja, Und. und Oder derzeit, 3 Minuten. also bis diese 4 Minuten, ja, also 3 Minuten, ja, können wir ja noch mal ein paar Sachen auch sagen, wo ich ganz ehrlich sein muss. Man hat auf jeden Fall gemerkt von der ersten offenen Beta, wo wir beide jetzt gespielt haben, also nicht die Closed Beta, sondern die offene Beta, die wir beide ja direkt gespielt haben, war geil. Okay, du hast gemerkt, hier und da sind noch Bugs. Aber du merkst, bei der zweiten, sie haben es um einiges besser gemacht. Es ist geiler geworden. Und das gefällt mir. Und ich hoffe, dass wir... Okay, es ist halt bis jetzt immer bei gefühlt jedem Spiel so, außer du hast jetzt halt... Bist halt jetzt wirklich so ein Fan von den alten Spielen, die du noch auf den alten Konsolen spielen musst, weil du sie nicht auf den neuen spielen kannst. Du merkst es halt einfach. Ein Teil der Spieler hat Bugs gehabt, schon immer. Und die werden auch niemals gefixt.
Und hier jetzt, so zu diesem Zeitpunkt, es gefällt mir zwar an sich nicht so, weil ich halt wirklich ein Fan von Old Generation bin. Aber hier, du hast gefühlt irgendwie alle 2 bis 3 Wochen, wenn nicht sogar je nachdem, was für ein Spiel es ist, es ist jede Woche ein Update, einfach weil irgendein Bug aufgefallen ist. Nehmen wir jetzt jetzt hier, wo ich schon genannt habe, beim ersten Mal, wo wir die ersten Aufnahmen gemacht haben, wo ich ja schon Cyberpunk erwähnt habe. Es ist schade um das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es echt gefeiert. Ich würde es auch gerne mal wieder spielen. Nur ich kann es halt momentan nicht spielen, weil all meine Spiele sind halt aktuell nicht bei mir. Leider. Und man hat halt direkt am Anfang gemerkt, jo, hier das Spiel ist noch komplett verbuggt. Es kam nicht wirklich fertig Weißt du zu raus, einfach weil schätzen? sie Druck bekommen haben. So, ich würde noch mal sagen, Es hat sich gebessert. ja, es hat sich gebessert. Ich würde mal jetzt zum anschließenden letzten noch sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, obwohl wir jetzt das Biest doch nicht mehr, aber wir haben wenigstens noch mal einen Boss noch mal besiegen können. Auch wenn der jetzt nicht so, ich denke, der war schon heftig, ja, mit 22. Aber sagen wir es einfach mal so, wir haben es geschafft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ins nächste Video, ins Wiedersehen. Ende-Video. Auf dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Lebt wohl. Werde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann in den anderen letzten Parts, wo ich noch die Kampagne Danke. gespielt habe. Wiedersehen. Ja. Wir haben jetzt 21 Uhr. Willst du noch was sagen? Bis zum letzten Mal. Hui. Ich hab jetzt tatsächlich. Oh, geil! Okay, das ist geil. Ich hab tatsächlich nichts mehr zu sagen an diesem Punkt hier. Mir hat's echt sehr gut gefallen. Und ich würde an diesem Punkt hier jetzt sagen, wir sehen uns im fertigen Spiel. Genau, Let's Play Part werde ich wahrscheinlich dann zu Weihnachten, also ich denke mal November kommt der erste Part dran. So, wir haben es 21 Uhr Wenn ihr und Glück habt, kriege ich ihn vielleicht sogar dazu überredet, dass der erste Part schon weit vorher kommt. ja. Aber nur wenn ihr Glück habt. Genau, das. Ja, wir werden auf jeden Fall schon ein bisschen vorproduzieren, dass genügend da ist. Aber nur zur Beta wollte ich das jetzt nochmal Dings. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Auch wenn wir jetzt die Geschichte nicht weitergespielt haben. Ihr habt ja schon zum Teil schon was gesehen. Hoffentlich. Dann würde ich sagen, wir haben es 21:01 und immer noch keinen. Dings, normalerweise müsste jetzt quasi Dings cool, dass die Dings uns nochmal einen Kreis und eine Flamme macht. So. Aber genug jetzt mit der Aufnahme. Ich würde sagen, wir haben es jetzt beendet. Die Beta. Und es hat sehr Spaß gemacht. Und ihr hofft, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir Totale dabei sind. Eskalation. Ja, ich wollte halt weiter zocken, ich wollte den Boss noch sehen und machen. Was ich auch verstehen kann. Ja, das ist verständlich. Aber Alter, der es ist immer noch nicht Eisregen. geschlossen. Ja, ne, wir haben es Ja, das ist 21:02. geil. Das ist geil. Wir warten erstmal, ob die Beta tatsächlich schließt. Jetzt komplett oder. Weil. Sind jetzt doch noch einige. Weil Vielleicht sind auch einfach noch zu viel, sind vielleicht einfach noch zu viele Leute auf den Servern und sie denken sich gerade so, jo, hier, die Leute sind immer noch da. Warte mal, um 21. Übrigens, auf der Karte ist jetzt wieder dieses Teil. Jetzt ist aber Legionsereignis 35 in 4 Minuten. Ja. Lass mal kurz die Zeit noch. Okay, wir können jetzt noch mal ein bisschen quatschen.
Ist doch nicht so schlimm. Gleich so in so einer Minute, so wie gerade so noch dran, irgendwas zu reden, auf einmal Beta Close. Das wäre. Aber es ist interessant. Normalerweise hält sich Blizzard doch an die Zeiten. Ich glaube, die wollen tatsächlich doch nochmal uns doch nochmal die. Vielleicht sehen sie, oh, das sind ja noch Spieler, die wollen unbedingt noch das Viech erledigen. Na komm, dann lassen wir sie nochmal ran, ne, wa? Das könnte gut sein, also wenn wir, falls wir jetzt weit vorher schon hier die Aufnahme beenden und hier gleich immer noch sitzen und dann auf einmal der Boss kommt, starte, definitiv. Also, ja. Also das würde ich den Leuten halt echt noch gönnen, wenn wir dann noch den Boss besiegen können. Das wäre geil. Aber wir stehen hier tatsächlich nur noch zu viert. Okay. Die denken jetzt, der Server ist jetzt komplett weg. Oder es kommen, die Leute kommen halt einfach nur nicht mehr auf den Server drauf. Vielleicht haben sie den, vielleicht ist der Server zwar noch aktiv, aber halt geschlossen für die Leute, die jetzt nicht mehr drauf sind. Okay. Dann bleibt man jetzt mal drin und warte mal ab, bis. Dings. Ich verlasse jetzt nicht erstmal. Ich warte noch diese paar Minuten hier ab, die noch da. Auf der Karte noch angezeigt werden. Weil diese komischen Ereignisse, das überrascht mich gerade wieder. Weil das sind Legionsereignisse. Das ist. Das hatten wir, nachdem wir den ersten Boss besiegt hatten, gab es ja auch so Legionsereignisse. Okay, krass. Das habe ich gar nicht gemerkt. Ja. Du hast da einfach nur nicht drauf geachtet. Ich habe da drauf geachtet. Das ist das Ding. Ja, so. Dann warten wir mal doch nochmal. Ja, also, Diablo 4 kann auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall mithalten. Also ich sehe da keinen Grund, irgendwie nochmal. Das ist nochmal verschlechtert werden soll. Was ich halt als Kritikpunkt noch ein bisschen ansetzen möchte, ist halt einfach, dass die Skelette halt einfach nicht so, jetzt nicht mehr so viel aushalten. Aber ich habe ja schon gesehen, es gibt bei dem Fähigkeitsbaum bei mir die Möglichkeit, dass ich die erhöht den Schatten und Leben eurer Skelett kriege. Dass ich dann da. Haben sie das noch mit reingepackt? Ja, die haben die, also den. Dass der Herrschung bei Skelettkriegern halt jetzt quasi erhöht den Schaden eurer Dings. Der nächste Schaden und Lebensbaum wäre 30%. Also ich denke mal, die haben dann doch nochmal ein Feld gemacht, wo dann die Skelettkrieger ein bisschen mehr aushalten. Was auch gut so ist. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja gut, dafür hätte ich, um irgendwas anderes noch rauszukriegen, hätte ich müssen nochmal den Barbaren nehmen. So, jetzt sind wir jetzt nur noch zu dritt hier. Ja, vielleicht ist der Server bei ihm schon, bei ihm oder bei ihr geschlossen worden gerade. So. Und bei uns dauert das noch. Weil wir eine andere Zeitzone haben. Ja, also deutscher Zeit heißt ja 21 Uhr. So, 20 Sekunden haben wir noch. 19, 18, 17, 16, 15. Hast du das eigentlich mitbekommen? Es kommt jetzt auf Steam tatsächlich noch ein Spiel. Okay. Was sehr wahrscheinlich Need for Speed komplett ablösen wird. Okay. Und das ist tatsächlich auch nur Gründe, weil dieses Spiel Japan ist. Es hat tatsächlich mal ein Entwicklerstudio es hingekriegt, Japan zu machen. Jetzt sind wir alleine. Ja.
Ich wollte mich kaputt lachen, wenn jetzt gleich der Boss kommt. Das wär's jetzt. Bis jetzt? Hält sich der selber. Das Ja. ist geil. Wir bleiben einfach hier drin und kugeln uns. Soll ich mal was ausprobieren? Was? Mal vom Server runtergehen und gucken, ob ich noch mal reinkomme. Ja, dann versuch's. Okay, Killer hat verlassen. Okay. Spiel starten. In Warteschlange für Spielstart ausstehend. Vielleicht ist meine Theorie sogar richtig, dass du, nachdem du den Server verlassen hast, nicht mehr drauf kommst. Weil Warteschlange dauert echt lang. Und so wie es aussieht, liege ich mit der Theorie sogar richtig. Okay. Ich bin noch auf dem Server, ganz allein. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ja. Also, so wie es aussieht, Okay, ich kann stimmt jetzt nicht meine mehr. Theorie. Ich kann sogar nicht mehr runter. Also, es bleibt jetzt da, wo ich jetzt bin. Ha, geil! Ich habe jetzt eigentlich nur noch den Schmelzziegel. Lul. Kommst du da nicht mehr weg? Nee, ich komme nicht mehr weg. Ich bin zwar jetzt noch drin, aber ich kann ja mal einen anderen Weg nehmen. Und guck mal, ob ich da rauskomme. Dann ist der Server jetzt gerade. Ja, der Server ist geschlossen. Okay. Also ich komme nicht mehr auf den Server drauf. So, ich habe jetzt den anderen Weg jetzt genutzt. Geil. Ja, okay. Jetzt an bestimmten Wegen hat sich gesagt. Okay, dann würde ich mal sagen. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns dann im richtigen Let's Play. Ich freue mich schon auf eure Kommentare, hoffentlich gute Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ein kostenloses, ist übrigens kostenlos. Da unterstützt ihr mich sehr viel. Und gebt einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann im ersten Let's Play von Diablo 4 mit Killer, vielleicht mit Don vielleicht noch zusammen. Jo, hoffentlich. Und auch vielleicht mit Michel, mit seiner komischen Netzverbindung. Okay, also dann würde ich mal sagen, da ich ja jetzt hier jetzt wirklich Mutterseelenallein allein bin, gehe ich jetzt auch aus diesem Server raus. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann zu dem richtigen Spiel. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao.